Links Jamie Green mit Silber und den roten Spiegeln. Grüne Flagge. Und gleich geht's los. Wenn die Lichter ausgehen, ist die DTM-Saison das Rennen eröffnet. Superstart Matthias Ekström. Auch Mautara Green, kommt Green, sehr gut weg. Schlecht. Rockenfeller greift gleich Werner an. Und dahinter müssen viele relativ weit raus, nämlich Mike Rockenfeller, der auf die 4 gefahren ist. Und Werner, der muss hier einige Plätze, drei Plätze verloren, abgeben. Und auch Scheider greift sofort an. Brio, bester BMW, aber ist aus der Linie schlecht rausgekommen. Werner kann kontern. Also die ersten drei ganz weit weg. Dann Rockenfeller, Paffett, Werner, Prio und Scheider. Das ist das Paket dahinter. Also Ekström, Green und Mortara sind vorne weg. Angriff jetzt von Paffett im schwarzen Mercedes auf den gelben Audi von Rockenfeller. Und Rockenfeller muss ganz weit raus. Von Scheider. Ah. Das würde ich gerne nochmal in der Zuspielung sehen von Scheider. Da wollte innen rein, aber da hat es dann nicht mehr gereicht für ihn. Große Sorgen für zwei Audi-Piloten. Werner jetzt wieder an Prio vorbei. Werner im gelben BMW. Tomczyk draußen. Rockenfeller Platz verloren gegen Paffett in der Spitzkehre. Da haben wir Paffett jetzt auf 4. Rockenfeller dahinter, dann Werner und eben der Dreher von Scheider. Da hinten ist Schumacher. Nein, das ist Vitoris im Duell mit Coulthard. Scheider ganz nach hinten gefallen. Die erste von 40 Runden ist vorbei. Matthias Ekström, der Pole-Setter aus Schweden, führt vor Jamie Green, vor Edo Mortara. Gary Paffett, der hat die Lücke sofort zugefahren zu Mortara. Rockenfeller scheint da doch etwas Probleme zu haben mit dem Tempo, das die Spitze geht. Konnte dann Paffett ja auch gar nicht lange hinter sich halten. Und ja, hat einen kleinen Abstand zu Gary Paffett. Prio dahinter, Werner und dann Vitoris. Jetzt sehen wir hier nochmal die Zuspielung. Scheider, der kriegt eine von Ralf Schumacher. Und das war natürlich zu viel. Aber Glück, dass er hier nicht getroffen wird. Das ist Tomczyks Aussicht. Da vorne der Treffer. Tomczyk hat hier Glück, dass sich Scheider auf die Innenbahn dreht. Ist nochmal aus der Perspektive von Timo Scheider. Ja, keine Chance für Timo. Schade, denn er hat sich so viel ausgerechnet hier auch. Ekström, Green und Mortara sind vorne weg. Angriff jetzt von Paffett im schwarzen Mercedes auf den gelben Audi von Rockenfeller. Und Rockenfeller muss ganz weit raus. Von Scheider. Ah. Das würde ich gerne nochmal in der Zuspielung sehen von Scheider. Da wollte innen rein, aber da hat es dann nicht mehr gereicht für ihn. Große Sorgen für zwei Audi-Piloten. Werner jetzt wieder an Prio vorbei. Werner im gelben BMW. Tomczyk draußen. Rockenfeller Platz verloren gegen Paffett in der Spitzkehre. Da haben wir Paffett jetzt auf 4. Rockenfeller dahinter, dann Werner und eben der Dreher von Scheider. Da hinten ist Schumacher. Nein, das ist Vitoris im Duell mit Coulthard. Scheider ganz nach hinten gefallen. Die erste von 40 Runden ist vorbei. Matthias Ekström, der Pole-Setter aus Schweden, führt vor Jamie Green, vor Edo Mortara. Gary Paffett, der hat die Lücke sofort zugefahren zu Mortara. Rockenfeller scheint da doch... Jamie Green mit Silber und den roten Spiegeln. Grüne Flagge. Und gleich geht's los. Wenn die Lichter ausgehen, ist die DTM-Saison das Rennen eröffnet. Superstart Matthias Ekström. Auch Mortara kommt Green, sehr gut weg. Schlecht. Rockenfeller greift gleich Werner an. Und dahinter müssen viele relativ weit raus, nämlich Mike Rockenfeller, der auf die 4 gefahren ist. Und Werner, der muss hier einige Plätze, drei Plätze verloren, abgeben. Und auch Scheider greift sofort an. Brio, bester BMW, aber ist aus der Linie schlecht rausgekommen. Werner kann kontern. Also die ersten drei ganz weit weg. Dann Rockenfeller, Paffett, Werner, Prio und Scheider. Das ist das Paket dahinter. Also